Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist der Flughafen. Leo und seine Freunde warten auf ihren Flieger. Sie haben noch Zeit, um ein bisschen zu spielen. Die Roboter spielen Fangen. Flug 1, 2, 3, hat Verspätung. Und was tut sich auf dem Flugfeld? Der Tanklaster befüllt das Flugzeug mit Treibstoff. Ich glaube, wir können bald abheben. Die Roboter langweilen sich. Sie malen lustige Bilder auf die vereiste Fensterscheibe. Hey Roboter, es ist doch genug Platz für alle da. Der blaue Roboter hat einen Ball gefunden. Bang! Hey! Oh, das war knapp! Roboter, man darf im Flughafengebäude nicht Ball spielen. Ihr hättet fast die Tassen zerbrochen. Verpfeift ihr etwa euren Freund? Die Roboter sind traurig. Auf den Abflug zu warten ist langweilig und macht keinen Spaß. Wie können sie sich die Zeit vertreiben? Oh, der lilafarbene Roboter hat ein Spielzeugauto entdeckt. Wollt ihr damit spielen? Die Roboter freuen sich. Flug 1, 2, 3 wurde gestrichen. Das ist ja unser Flug. Und was machen wir jetzt? Dabei hat es doch aufgehört zu schneien. Gehen wir nachschauen. Gute Idee, Scoop. Das Flugzeug steht auf seinem Platz, aber es ist total vereist. Der Roboter versucht, die Eiszapfen mit einem Besen abzuschlagen. Aber nein, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Hä? Schaut mal! Scoop winkt mit seiner Schaufel. Er und Leo scheinen eine Idee zu haben. Das sind die Teile für ein neues Fahrzeug. Für eine Enteisungsmaschine. Eine Enteisungsmaschine? Interessant. Fahrgestell. Eine orangefarbene Plattform. Fahrerkabine. Räder. Rücklichter, Frontscheinwerfer, Warnleuchten, Schalttafel. Mit dieser Spritzvorrichtung wird das Enteisungsmittel versprüht. Der rote Roboter setzt sich auf den Fahrersitz. Und der blaue Roboter wird die Schalttafel für die Spritzvorrichtung bedienen. Die Roboter können es kaum erwarten, das Flugzeug zu enteisen. Oh, das Enteisungsmittel fehlt ja. Wartet! Macht euch auf die Suche! Die
Roboter bringen heißen Tee. Sie denken, dass man das Flugzeug damit enteisen könnte. Und womit will Scoop es versuchen? Limonade? Zum Glück weiß Lifty, was zu tun ist. In diesem Kanister befindet sich eine spezielle Flüssigkeit. Wenn Sie das Flugzeug damit einsprühen, schmilzt das Eis. Haha, was habt ihr denn gebracht? Ich liebe Limo. Hurra! Leo freut sich. Lifty hat das Enteisungsmittel gefunden. Roboter, an die Arbeit! Die Spritzvorrichtung funktioniert. Wir können das Flugzeug enteisen. Los geht's! Schau mal, das Eis auf dem Flügel schmilzt. Roboter machen das richtig gut. Das Eis und die Eiszapfen sind verschwunden. Flug 123 ist bereit für den Abflug. Ich bitte alle Passagiere, an Bord zu gehen. Die Autos fahren die Gangway hoch. Die Motoren laufen. Das Flugzeug ist in der Luft. Guten Flug! Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo! Leo, der Lastwagen. Das ist das Haus von Scoop, dem Bagger. Ich frage mich, was Scoop heute Abend macht. Hörst du das? Da raschelt doch etwas. Hä? Wer ist denn da? Scoop, hast du Angst? Hat sich jemand in den Schachteln versteckt? Wer ist da? Hä? Da raschelt schon wieder etwas. Das macht Scoop Angst. Willst du dich etwa hinter dem Kühlschrank verstecken? Scoop! Scoop? Hallo, Schlafmütze. Lass uns spielen gehen. Leo, Scoop hat letzte Nacht nicht gut geschlafen. Da war immer so ein komisches Geraschel. Was hast du denn die ganze Nacht gemacht? Gegessen? Schön wär's. Irgendwas hat die ganze Zeit geraschelt. Ich wollte es finden. Im Dunkeln kann man nichts finden. Man sieht ja gar nichts. Dafür braucht man eine Taschenlampe. Ah. Leo, der Lastwagen, geht die Teile der Taschenlampe suchen. Hä? Oh! Juhu!
gefunden. Hä? Hm? Hä? Mhm. Hallo. Was machst du da? Ich löse Scoops Problem. Wenn Scoop herausfinden kann, wer in seinem Haus das Geraschel verursacht, braucht er keine Angst mehr zu haben und kann wieder schlafen. Hier, Leo, nimm! Lea möchte auch mithelfen. Hallo! Schau mal, was wir gefunden haben. Teile für eine Taschenlampe. Das Gehäuse sieht aus wie ein Rohr. Der vordere Deckel ist ein bisschen breiter. Da kommt der Lichtstrahl raus. Das ist der hintere Deckel. Der Reflektor. Ein kleiner Spiegel, der aus dem Licht einen Strahl macht. Und eine kleine Lampe. Auf die Lampe kommt ein Schutzglas. Ein Knopf zum An- und Ausschalten. Schaut mal hier! Fußspuren! Ha, jetzt bin ich aber gespannt. Oh! Oh je! Die Autos haben die Batterien vergessen. Hallo! Schaut mal, ich habe eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe? Es ist doch Tag. Stell dir vor, in Scoops Haus ist eine Raschel. Gibt's in deinem Laden Batterien? Such dir eine aus. Die ist zu dünn. Nee. Die müsste passen. Steck die Batterien in die Taschenlampe. Ah, sie funktioniert. Danke, Lifty. Die Taschenlampe funktioniert. Also können Sie zu Scoop gehen und den Raschel suchen. Schau! Geh nachschauen! Ein Loch. So ist der Raschel also ins Haus gekommen. Heute fange ich den Raschel. Ich kann dir helfen, ihn zu fangen. Ich auch. Ich habe aber Angst. Aber warum denn? Wir haben doch eine Taschenlampe. Draußen wird's dunkel. Scoop hat die Taschenlampe angeknipst. Es ist Zeit, den Raschel zu suchen. Ein Ball! Hey, Scoop, leuchte da drüben hin. Schaut genau hin. Wo ist der Raschel? Ein Traktor. Es ist ein Kätzchen. Hä? Scoop möchte dem Kätzchen Milch geben. Gut zu wissen, dass der Raschel nur ein kleines, süßes Kätzchen war und kein großes, gruseliges Wesen. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer
kommt da. Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Hallo. Oh, Roboter, hast du dir wehgetan? Ich glaube, ihm geht's gut. Der rote Roboter hat's eilig. Er packt seinen Koffer. Fertig. Roboter, beeilt euch. Wir müssen los. Der lilafarbene Roboter nimmt seine Schlittschuhe mit. Der blaue Roboter packt auch seinen Koffer. Es ist Zeit, zum Flughafen zu fahren. Doch die Koffer sind noch nicht gepackt. Nein, den Kühlschrank nehmen wir nicht mit. Beeilt euch, Roboter. Euer Flugzeug ist schon da. Macht den letzten Koffer zu. Ladet die Koffer ins Auto. Und los geht's. Hier ist das Flugzeug. Es wartet auf die Roboter. Oh nein, die Gangway rollt zurück. Das Boarding ist schon abgeschlossen. Rotes Flugzeug, Starterlaubnis erteilt. Die Roboter sind zu spät gekommen. Das Flugzeug ist schon in der Luft. Ja, Lea. Die Passagiere haben ihr Flugzeug verpasst. Wieso das denn? Sie haben beim Kofferpacken rumgetrödelt. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt ja den nächsten Flug nehmen. Aber hier draußen ist es kalt und langweilig. Wäre es nicht toll, wenn es ein richtiges Flughafengebäude geben würde? Hallo. Wir haben die Teile gebracht. Hey! Das Fundament ist fertig. Brrr. Den Robotern ist inzwischen richtig kalt. Roboter, helft auch mit. Prima. Bald werden unsere Freunde ein großes, warmes Flughafengebäude haben. Hier sind die Teile. Roboter, zieh sie hoch. Der Turmdrehkran stellt die Wände auf. Bam, bam, bam. Jetzt die Fenster. Ein großer Bogen. Das wird der Eingang des Flughafens. Hier kommt ein kleines Café hin. Tische. Sitze. Die Abflugtafel. Und das Dach. Der Roboter setzt das letzte Teil an seinen Platz. Das Flughafengebäude ist fertig. Freunde, kommt rein! Hä? Oh, Lifty hat ein Ticket gefunden. Interessant. Plätzchen? Dankeschön. Und eine Tasse Milch, bitte. Die Autos und die Roboter wärmen sich im Café auf. Bedient euch!
Unser Flughafen ist toll geworden. Und es ist warm. Rotes Flugzeug, du darfst landen. Achtung, Achtung! Bitte alle Passagiere zum Boarding. Die Roboter scheinen es überhaupt nicht eilig zu haben. Roboter, ihr müsst zum Boarding. Na los, beeilt euch. Flugticket bitte. Um an Bord gehen zu können, braucht jeder Passagier ein Flugticket. Der blaue Roboter kann sein Ticket nicht finden. Hä? Stopp! Wo ist dein Ticket? Ich glaube, das gehört dir. Lifty hat das Ticket gefunden. Oh, du darfst an Bord. Die Roboter steigen mit ihren Koffern ins Flugzeug. Oh je! Dieses Mal haben es die Roboter rechtzeitig geschafft. Puh, das war schon wieder knapp. Dass die Roboter immer so tollpatschig sein müssen. Wer möchte Plätzchen?